Einen wunderbaren guten Tag. Mein Name ist Mario und ich will mit dir auf Spurensuche gehen. Mit 100 Fragen reißen wir einfach mal die mausgraue Oberfläche auf und schauen, was sich darunter verbirgt. Lust mitzukommen? Dann bleib dran. Und heute zur allerersten Sendung freue ich mich total, den Stefan Lange hier zu haben. Stefan ist Buchautor und betreibt die kontrovers diskutierte YouTube-Sendereihe Komm, lieber Tod, in der er schonungslos von seinem Leben erzählt, bis es im Suizidversuch endete. Willkommen zum fünften und zum letzten Teil der Spurensuche mit Stefan Lange. Und ja, Stefan, du hast schon wieder die Hand auf dem Kartenstapel, bist heiß. Voll. Also wie gesagt, das macht so viel Spaß, hätte ich gar nicht gedacht. Er hatte mir erklärt, der Mario, wie das ablaufen könnte und einfach so Karten ziehen und so spontan zu antworten. Also macht mir viel mehr Spaß, als ich mir das vorgestellt habe. Also hatte mir das schon gut vorgestellt, aber dass es so viel Spaß macht, hätte ich jetzt dann auch nicht erwartet. So, Nummer 79, liebe Zuhörer. Kraft unserer Gedanken, Ausrufezeichen. Was können deine Gedanken bewirken? Was können meine Gedanken bewirken? Gutes und Schlechtes natürlich. Die Kraft der Gedanken. Ja, Gedanken können sehr viel bewirken. Extrem viel sogar. Hat was damit zu tun, auf was sie gerichtet sind, auf einen Gegenstand oder auf einen Menschen. Das unterscheide ich manchmal. Manchmal wünsche ich Menschen nichts Gutes, die mir Böses getan haben und bin dann immer erschreckt, wenn denen Böses widerfährt. Also da merke ich so oft, das ist mir wirklich einmal passiert und dann habe ich mich geschämt und gedacht, Gott, haben jetzt meine Gedanken dazu geführt? Waren das die Kraft meiner Gedanken? Möglich. Da habe ich Respekt vor Gedanken habe ich. Weil in seinem eigenen Universum, in seinem Inneren drin kann ja Gedanken, du kannst ja alles Mögliche denken, ne? Die fürchterlichsten Dinge. Ne? Und ich glaube, über Gedanken steuern wir uns auch. Über Gedanken entstehen Wünsche, aus Wünschen werden Bedürfnisse und manchmal wird es daraus irgendetwas so nach dem Motto, ne? Es kann auch was Positives sein, etwas, was du erschaffen willst. Aber Gedanken haben eine enorme Kraft und Gedanken respektiere ich. Also manchmal muss man sich aber auch Zeit nehmen, einen klaren Gedanken zu formulieren, damit was Sinnvolles rauskommt. Ja. Also für mich sind Gedanken tatsächlich ein sehr elementares und ein sehr zentrales Thema in meinem Leben, weil ich ganz fest daran glaube und mein Leben, so wie es abgelaufen ist, das auch schon 100-mal bewiesen hat, dass ich quasi aus Gedanken, die ja rein feinstofflicher Natur sind, dass die sozusagen von einer ganz anderen Welt in unsere materielle Welt rüberschwappen und daraus dann wirklich auch was entstehen wird. Und letztendlich ist jede Erfindung ein Beweis dafür. Mhm. Irgendwann gab es einen Mensch in der Steinzeit, der dachte, boah, scheiß Fels, Brocken, ich brauche mal einen ordentlichen Stuhl. Ja? Und alle guckten ihn an und sagten, so Stuhl, was soll denn das sein? Ja? Oder wenn wir uns bei noch abstrakteren Geschichten, ich stelle mir immer vor, irgendwann kam mal jemand und sagt, es gibt Bakterien oder Strom, ja, oder wir können Atome spalten. Und dann denke ich immer so, mein Gott, was ist diesen Menschen wohl widerfahren, als sie da mit irgendwelchen Dingen ankamen, wo jeder sagte, ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Mhm. Und die hatten ja dann sogar noch Dinge, die existiert haben. Und dann gibt es aber noch diese Sachen, die eben bis zu diesem Zeitpunkt nicht existiert haben. Also Menschen dachten wahrscheinlich oft darüber nach, ich möchte fliegen wie ein Vogel und heute kann das jeder. Und auch wenn ich mir überlege, Trees of Memory, erstmal so eine Idee, ja, ich laufe um die Welt, ich pflanze einen Ring aus Bäumen um die Welt und ich habe auch ganz viele Messages bekommen, die letztendlich sagten, du hast ja wohl nicht alle Latten am Zaun, wie soll denn das funktionieren? Das geht doch gar nicht. Und dieses das geht doch gar nicht, das ist ja für mich wie ein rotes Tuch und gleichzeitig ist das auch der Motor für alles, was ich tue. Und und plötzlich wird aus diesen Gedanken etwas, was ich tatsächlich anfassen kann. Mhm. Und es funktioniert natürlich nicht, was ja viele Gurus uns weiß machen wollen. Ich muss nur immer fest an die Millionen denken und irgendwann flattert sie auf meinen Tisch. Ja. Mhm. Das funktioniert ganz sicher nicht.
Aber tatsächlich dieses ja, aber es gibt ja auch diese Kraft Spruch. Der Gedanken, ein gutes Leben zu haben oder ein schlechtes oder ich bringe immer als Beispiel Menschen, die in den Urlaub fahren und sich wochenlang darüber Sorgen machen, ob sie überfallen werden könnten oder ob sie die Scheißerei bekommen oder sonst was, denen wird genau das passieren. Und mir ist sowas noch nie im Leben passiert und ich bin auch kreuz und quer durch Afrika gereist und wirklich üble Flecken und ich sage immer, ich glaube, es ist mir deshalb nicht passiert, weil es in meinen Gedanken noch nicht mal eine Option war. Das war einfach nicht da und aber deshalb konnte es auch nicht geschehen. Es heißt ja, der Glaube kann Berge versetzen. Ich glaube, die Gedanken können auch Berge versetzen. Die 86. Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint und warum? Ach du Scheiße, wann habe ich das letzte Mal? Ich bin ja überhaupt der Anti-Heuler, ne? Ich versuche das zu verbergen. Ich will nicht weinen, weiß nicht warum, das wurde eingeprügelt in mich, Indiana kennt keinen Schmerz und so. Wann habe ich das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Und warum? Aber was ist weinen? So richtig hemmungslos richtig heulen. Daran kann ich mich ewig nicht erinnern. Vor einer anderen Person kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Boah, bin ich jetzt überfragt. Liegt lange zurück. Also wie gesagt, da bin ich eher wie so ein Japaner, der keine Emotionen zeigt oder zeigen will und sowas. Ne? Es gibt ja, also meine bessere Hälfte, die kann so herrlich weinen bei so vielen Gelegenheiten. Ich beneide sie ein bisschen darum, denn das Weinen befreit. Ah doch, wann habe ich das letzte jetzt erinnert? Gerade im Zusammenhang mit meiner besseren Hälfte. Das war sehr eindrücklich. Und zwar war das, als ihre Großmutter im Sterben lag. Also zu der hatte sie ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Und ich weiß noch, wir sind auf dem Weg gewesen. Ich kam aus der Schweiz, habe ja lange in der Schweiz gelebt. Zu ihren Eltern, nicht? Von Daniela. Und wir haben dann ein Stopover gemacht, weil die Großmutter in einem Hospiz lag, im Sterbehospiz. Dann ist meine bessere Hälfte, sage ich immer, rein, die Daniela, und saß dort in dem Zimmer und die Oma hat schon kaum noch was mitgekriegt, also sehr wenig. Und sie hat ganz mutig die Hand gehalten und ihr zugesprochen, alles wird gut und du musst keine Angst haben. Nicht? Und diese Kraft, die sich da entwickelt hatte, diese hatte diese Fürsorglichkeit, das hat mir, ey, ohne Scheiß, da musste ich sogar raus aus dem Zimmer, weil ich wollte diesen Moment nicht stören und draußen habe, ja genau, da lief es mir runter und ich wusste nicht mal warum. Da habe das auch nicht weiterverfolgt, aber da kamen so viele Emotionen hoch. Kann ich schwer beschreiben, diesen Moment und sowas. Und auch als Daniela dann rauskam und sowas, ich konnte kaum Auto fahren oder weiterfahren. Da habe ich das letzte Mal wirklich richtig hemmungslos vor einem anderen Menschen geweint, ja. Das war ein ganz, ganz komischer Moment, ja. Ja, ich habe natürlich nach Jürgens Tod, das war jetzt 2016, ich habe ja Wochen und Monate lang nur geweint und ich konnte da einfach auch gar nicht anders und ich erinnere aber mich... Aber hast du geweint vor anderen Menschen? Das ja, ist ja die Frage. Ja. Und es ist lustig, heute Abend bin ich in der Sendung Engel fragt im HR, was um 21.45 Uhr ausgestrahlt wird. Und das war die erste Sendung, die, als ich mit Trees of Memory an die Öffentlichkeit gegangen ist, die mich interviewt haben, die mich gefilmt haben, die mich damals schon in der Sendung hatten. Und ich bin so oft vor der Kamera zusammengebrochen. Und ich habe nur geheult. Ich konnte den Namen Jürgen noch nicht mal aussprechen und schon liefen mir die Tränen. Und was manchmal echt so eine Viertelstunde gedauert hat und ich es einfach nicht mehr stoppen konnte. Und das hat ganz, ganz lange gedauert. Ja. Und aber unabhängig davon, ich bin der super Fernsehheuler. Es gibt eine Sendung und das hat Ali Reza jetzt am Sonntag auch mal wieder mitbekommen, wo er mich total verdutzt anschaute. Ich schaue mir immer die Sendung Vermisst an. Und da geht es ja darum, dass Kinder ihre Eltern suchen, die sie zur Adoption freigegeben haben und all solche Geschichten. Und ich habe ja meinen richtigen Vater auch gesucht und ich habe den gefunden. Ja. Und ich kenne diesen Moment. Ich kenne diesen Moment, wenn sie darüber sprechen, wie wichtig das ist, diesen Menschen zu finden. Und dann diesen allerersten Moment, ja, und es ist immer so, ich sitze vor dem Fernseher, mir laufen die Tränen
weil ich das total nachempfinden kann. Klar. Und Alireza saß da, guckte mich an und dachte, are you crying? Und der konnte das gar nicht fassen. Ja, aber und da heule ich immer. Klar, das ist natürlich deine Geschichte und das hat ja sehr viel mit dir zu tun. Aber was wollte ich sagen mit dem, warum kann ich zum Beispiel in einer YouTube-Serie so öffentlich darüber sprechen, ne? Und zeige, ich bin da ja sehr gefasst und sowas, sehr ruhig und das sind ja sehr schlimme Momente. Hat aber auch damit zu tun, wie du sagtest, es braucht eine Zeit, sprich, ich habe eine gewisse Distanz zu den Ereignissen, eine emotionale Distanz und kann deswegen auch gut darüber sprechen, ohne zu emotional zu werden. Denn ich wollte das nie, dass es so rüberkommt, so, dass es so eine Heulsusennummer wird und sowas, weil das wird leider, wird das nicht gut gesehen von vielen Menschen, nicht Emotionen, so gerade weinerliche Emotionen als Mann, nicht, dann gehen die Leute auf Abstand, so, was ist das für eine Heulsuse, das ist leider so, nicht. Also heulen ist nicht gut gesehen, nicht, und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Wir sind ja emotionale Wesen, wir dürfen uns auch öffentlich ein paar mehr Emotionen trauen, nicht, und das, ja, aber da so weit bin ich noch nicht, dass ich überall vielleicht, das sind intime Momente, die ich vielleicht auch für mich behalten will. Hat dir gerade die Nummer nicht gefallen, dass du sie wieder zurück? Nee, es war die 89, aber hast recht, wieso tue ich sie weg? Nein, kannst du jetzt nein, holen. Nein, mach mit der Walter. Ich nehme jetzt die. Ich dachte nur so, okay. Nein, 89 hat in meinem Leben keine besondere Bewandtnis, aber ich nehme hier die 99 oder die 66. Es ist die 66. Ja. Worüber ärgerst du dich am meisten und warum? Das sind immer so diese absoluten Fragen, das am meisten, das schockiert so am meisten, es sind so Kleinigkeiten, die mich ärgern, ohne Witz. Zum Beispiel, wenn jemand in meiner Gegenwart gähnt und nicht die Hand vom Mund nimmt. So, wenn einer so das Maul aufreißt und du guckst auch nur die letzte schlechte Plombe und so ein Schwallatem rauskommt. Das nervt mich. Oder wenn... Das sind so Kleinigkeiten, die mich wirklich ärgern und sowas, weil ich finde, das hat was ein bisschen mit Respekt zu tun oder ein bisschen mit Erziehung oder Kultur. Aber wenn Leute gähnen und einfach die Hand nicht vom Mund nehmen, da könnte ich mich aufregen drüber. Und gerade heute, ich bin ja nach Berlin gekommen, ey, du guckst, sind so viele stinkende, aufgerissene Mäuler in der U-Bahn. Ne? Meine Leute sind müde, das ist okay, kann ich, aber dann so und drücken dir so einen Schwalbe. Boah, das. Ich weiß nicht, da könnte ich ausrasten, aber ich sage natürlich nichts. Ich bin ja nicht dazu da, die Leute zu erziehen. Was mich wirklich ärgert, auch im Straßenverkehr, wenn die Leute die Weg abschneiden oder rücksichtslos sind und so, ne? Das sind so Dinge, da könnte ich mich extrem ärgern. Okay. Gut, sowas habe ich jetzt gar nicht. Also was mich wirklich wütend macht, das sind Choleriker. Einfach cholerische Menschen, die sich so unfassbar wichtig nehmen in ihrem Dasein. Und ja, mach ein Beispiel, ein konkretes Beispiel. Ach, das hatte ich ganz viele in der Redaktion von 1730, ja, hatten wir ein CVD, das ist jetzt viele Jahre her, das war in den 90ern, der hat rumgeschrien, rumgebrüllt, wenn ihm irgendetwas nicht gepasst hat, und es war ihm vollkommen egal, ob da ein blutjunger Mensch stand oder ein Praktikant oder wie auch immer. Und wirklich, für mich sind Choleriker, die haben so ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl, und ich weiß gar nicht, ob das schon übersteigert ist oder ob das krankhaft unterentwickelt ist, dass damit man sich nur durch Schreien und Toben und Wüten in Position bringen muss. Und es hat nichts Empathisches an sich. Es gibt keine Situation in dieser Welt, die gerechtfertigt ist, dass man anfängt zu schreien und zu toben und Menschen niedermacht. Und das macht mich echt wütend. Mhm. Also das ist so richtig so, wow. Okay. Und was ich auch feststelle, und da bin ich tatsächlich auf der Insel Mainau, da bin ich dann wirklich ausgeflippt, als ich gesehen habe, wie ein Vater, der am Tisch hinter uns, ja, also ständig so dem Sohn, der zugegebenermaßen ein bisschen sehr lebhaft war, ja, aber der halt immer so, halt die Fresse und sei still jetzt und sonst was, ja, und dann hat er ihm eine geklebt, und dann bin ich aufgestanden und bin dazwischen, und dann habe ich echt rumgebrüllt,
was meinem damaligen Mann extrem peinlich war. Das kannst du nicht machen, bla. Und der ganze Tisch hat mich echt angeguckt und mich gehasst, ja, was ich mir einbilde. Aber ich dachte einfach nur so, nee, ich werde dann, wenn ich sowas sehe, werde ich nicht mehr still sein. Hm. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Solche Dinge, natürlich machen die mich wütend und sowas. Und ich versuche auch dazwischen zu gehen, ne? Aber das verstehe ich. Aber ich dachte, das wird manchmal, das ist es ja nur als Thema. Manchmal sind es auch die Kleinigkeiten und das ist toll. Wir wollen ja nicht immer nur die großen Dinge. Aber ja. Ich nehme jetzt die 65, weil da, das ist mein Geburtsjahr. 1865. Also, was wird deiner Meinung nach noch viel zu wichtig genommen? Was wird deiner Meinung nach noch viel zu wichtig? Oh, ich hätte jetzt gute Antworten, was wird deiner Meinung nach viel zu wenig wichtig genommen. Aber zu, dazu gibt es immer ein Pendant. Also ein Pendant, ja, was wird zu wichtig genommen? Das sind so Dinge wie so Geld, sozialer Status. Diese Dinge spielen eine große Rolle und das wird mir so wichtig genommen, da habe ich mich ausgeklingelt. Ausgeklingt, nicht ausgeklingelt, ausgeklingt. Zum Beispiel, ich merke das immer, wenn man sich irgendwo vorstellt, neu irgendwo hinkommt und sowas, was sind Sie von Beruf, was machen Sie beruflich? Das ist die erste Frage, das nervt mich schon mal. Erstmal bin ich Mensch und ich würde fragen, was für ein Mensch sind Sie? Oder dass man versucht herauszufinden, was sind Sie von Beruf? Und da diese Dinge werden viel zu wichtig genommen, sozialer Status und sowas. Zum Beispiel einer meiner besten Freunde. Nicht? Also ich achte bei meinen Freunden nicht darauf, wie viel Einkommen die haben und so, welche Bildung sie haben, überhaupt nicht. Denn das wurde in unserer Familie sehr wichtig genommen. Das wurde erst gefragt, so, wenn ich eine Freundin nach Hause brachte oder einen Freund, ne, was ist der Vater von Beruf? Nicht? Also das, daher kenne ich das. Und ich habe das durch die Videoserie Komm lieber tot vielfach in den Kommentaren gelesen. Ah, genauso wie bei uns. Ne? Und das sind Dinge, die mich extrem nerven. Mein bester Freund, um darauf zurückzukommen, der hat nur Hauptschule. Und danach, glaube ich, Handelsschule gemacht und so. Den habe ich in der Lehre getroffen. Der ist seit über 30 Jahren an meiner Seite. Und das ist ein Mensch, von dem kann man so viel lernen. Der ist charakterlich so gefestigt und sowas. Das ist für mich wertvoll, weil er Mensch ist und sowas. Und nicht, weil er, welche Schulbildung hat. Und diese Dinge werden leider zu wichtig genommen. Das erlebe ich immer wieder. Und ja, dagegen gehe ich auch vor. Sag so, ist das wichtig? Seid ihr nur gut, wenn ihr zwei Kinder in die Welt gesetzt habt oder eine Ehe führt, ist ein Haus gebaut habt? Ist das der Maßstab, um andere Leute zu bewerten oder abzuwerten? Nee, bloß nicht. Mm. Oder Doktor, mein Gott, ich habe da schon so viel, gerade ich habe ja in meinen Vorträgen sehr viel mit Ärzten zu tun, Psychologen. Und es gibt in Deutschland noch so, die Stimme der Betroffenen wird zu wenig gehört. In Amerika und Australien ist man da viel weiter. Dort werden Anti-Suizidprogramme mit den Betroffenen auf Augenhöhe zusammen entwickelt. Und in Deutschland haben wir immer noch, da ist irgend so ein Weißkittel, der hat was gelernt, studiert über Suizid und Depressionen, der hat das nur studiert, der weiß gar nicht, wie das ist. Und es gibt dieses schöne chinesische Sprichwort, wenn du etwas wissen willst, frage einen Erfahrenen und keinen Gelehrten. Und ich hatte schon wirklich Doktoren vor mir, Dr. Scheißenteich oder wie die alle heißen, nicht? Der mir sagen wollte, wie das ist, Depression und Suizidalität und wie ich mich zu verhalten hätte und wie ich darüber offen zu reden habe. Nicht? So, und das ist, weil er Doktor ist, nicht? Weil er einen Titel hat und so. Also fuck das. So, jetzt siehst du ja, jetzt habe ich länger geantwortet, weil das ist so eine Frage, das beschäftigt mich sehr. Mhm. Ja. Jetzt hast du leider gar nicht. Leider ist die Zeit rum, der Mario kann nicht mehr antworten. Nein. Doch, doch. Aber eigentlich geht es mir wie dir auch. Für mich ist es tatsächlich diese, ich habe so dieses Gefühl, dass wir Menschen immer mehr entmenscht werden in der Gesellschaft, dass es tatsächlich immer nur noch darum geht, was bist du, was hast du. Das erlebe ich auch mit meinen Studenten, die danach gieren, ein Zertifikat zu bekommen. Und in den Bewerbungsgesprächen geht es immer darum, was kannst du auf dem Papier nachweisen? Und niemand mehr danach fragt, welche Lebenserfahrung hast du, die uns im Betrieb nützlich sein kann? Die vielleicht viel wichtiger ist als irgendein komisches SEO-Zertifikat oder wie auch immer. Und diese Herabwürdigung von Leuten. Und ich habe das einmal auf meinem Lauf, das war auch, glaube ich, Anfang
Nein, das war im letzten Jahr, habe ich das erlebt. Ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Da saß ich und habe irgendwie gekramt in meinen Kisten und dann wurde ich von einem Menschen angesprochen, der hat mein Schild gesehen und hat mir dann erstmal erzählt von seiner Frau, die zu Hause liegt, Depressionen hat, die sich unglaublich die Kante gibt und er hat auf eine extrem despektierliche Art von seiner Frau gesprochen. Das klang eher so, na hoffentlich ist die Alte bald hin, ja, weil ich ertrage das nicht länger. Der hatte null Mitgefühl und war, da dachte ich schon die ganze Zeit, du bist so ein Arsch, ja, aber ich kann ja die Leute nicht so erstmal wegschicken, ja, sondern ich lasse sie halt einfach plaudern und hoffe, dass er dann irgendwann geht, ja. Und dann guckt er mich irgendwann an und meinte, naja, das kann er jetzt gar nicht glauben, was ich hier alles mache, weil so einer wie ich, also der kann doch auch nicht so aussehen, ja, du musst doch eigentlich ganz, ganz andere Klamotten haben oder sonst was. Worauf ich nur irgendwie dachte, was soll das jetzt? Ja, muss ich jetzt, weil ich Haus und Hof aufgegeben habe und weil ich um die Welt laufe, muss ich jetzt in den ältesten, zerrissensten Jeans rumlaufen oder kann es sein, dass ich mir vielleicht auch Gedanken darüber gemacht habe? Und außerdem, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Eben gar Also, nichts. der hat sich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, was ich tatsächlich mache, sondern für ihn ging es nur um mein Erscheinungsbild. Ja? Und dann hat er noch irgendwie gesehen, oh, das ist ja jetzt auch nicht der preiswerteste, der billigste Laptop, den du hier auf den Knien hast. Ja? Und das hat mich echt wütend gemacht. Also am Schluss war es dann auch so, dass ich sehr harsch wurde und ihn dann echt auch zum Teufel schickte. Und das begegnet mir leider eben auch immer wieder, dass man quasi kategorisiert wird. Und ganz schlimm war das, das muss ich jetzt einfach auch noch sagen, als ich angefangen habe zu laufen, hatte ich ja nur einen Pilgerwagen, das war halt ein Gestell, zwei Räder und da war meine Tasche drauf. Und tatsächlich bin ich da behandelt worden wie der letzte Rumtreiber. Und an dem Tag, als mir der liebe Fritz meinen Hightech-Wanderwagen mit Solarzellen und alles Mögliche hingestellt hat, das ist wie im wirklichen Leben. Die Leute gehen ganz anders auf dich zu, nur weil du ein Rolls-Royce fährst. Ja, Ja. aber Und wir das können. finde ich so schlimm. Aber du, das, was ich ja jetzt vorhin auch gesagt habe, mit diesen Titeln, das war ja die Frage vorher, ne? Was ärgert dich eben am meisten? Und vielleicht nicht nur das Gain, sondern wenn wir das etwas größer dimensioniert sind, eben diese Gläubigkeit an Titel, Geld und solchen Dingen und Äußerlichkeiten und so. Ich versuche mich, soweit es geht, frei davon zu machen, aber auch ich bin manchmal nur Mensch und manchmal auch nicht frei von Vorurteilen. Ich habe einen gesehen, zum Beispiel heute, da saß einer in dem Zug, der aß so laut, der schmatzte so laut und ich guckte so rüber und denke so, mein Gott, haben sie dir nichts beigebracht, wie man ordentlich isst, aber so richtig laut, ne, und schmatze. Und eben, dann guckte ich das zweite Mal hin und ich sage, warum verurteilst du denn jetzt? Vielleicht kann das nicht besser, vielleicht hat er es nie gelernt und wer weiß, was dieser Mensch. Weißt du, ich bin auch nicht frei von Vorurteilen, Da bin von ich, solchen Dingen, ja. lass mich auch beeindrucken. Da bin Ne? ich nicht besser. Mir geht es oft so, auch wenn ich Leute irgendwie auf der Straße sehe oder sonst wie, dann denke ich mir auch oft, sag mal, das könntest du jetzt aber auch anders machen. Ja. So aussehen musst du nicht, ja. Und dann denke ich mir aber auch wieder so, warum denkst du den Scheiß? Ja, also das ist natürlich noch so dieser Selbstentwicklungsweg, ja, und wo ich denke so, aber da bin ich halt dann auch ganz Mensch. Natürlich sehe ich auch Leute, die kategorisiere ich auch erstmal sofort, Ja. ja, und es braucht dann so ein bisschen, um mich da vom Gegenteil zu überzeugen. Also da bin ich auch nicht besser Ich als bin kein andere. Heiliger. So, letzte Frage vielleicht, weil gleich kommt unsere Pizza, glaube ich. Gleich mal das Klingelingeling. Area 51, ich nehme Frage 51. Aber vorher möchte ich nochmal sagen, Riesenkompliment und riesen Dankeschön, dass du dir wirklich, der hat ja wirklich 100 Karten vollgeschrieben mit Nummern und Fragen hinten drauf, wie viel Zeit er da reingesteckt hat. Dankeschön. Nur für den Stefan Lange. Und für folgende. Das hoffe ich eben, da sollen auch andere, viele andere von profitieren. Nummer 51. Welches Problem musst du derzeit lösen? Ach, du ahnst es nicht. Welches Problem muss ich derzeit lösen? Ja. Ganz konkret, ich muss meine Zähne machen lassen und das Problem ist, wie finanziere ich das? Das ist also erstmal ein finanzielles Problem. Nicht großes Problem, aber ich muss mir darüber Gedanken machen. Das ist ein Problem. Also ich muss mir ein bisschen das Maul sanieren lassen. Ne? Ein paar Kronen sollten kommen. Welches Problem muss ich lösen? Das ist also etwas Materielles.
dann brauche ich sicher, habe ich viele Probleme, Baustellen, sage ich mal, ohne das zu dramatisieren, die ich noch für mich klären will, möchte. Was ich manchmal merke, da leide ich schon sehr lange dran, aber ich möchte das nochmal angehen. Ich habe leider immer noch unter Panikattacken. Das kommt immer wieder. Das ist ein großes Problem. Das schränkt dein Leben sehr ein. Und wenn einer das nicht weiß, was das ist oder noch nie hatte, ist das fast unmöglich, sich vorzustellen, wie schlimm das ist. Also ich weiß, dass ich noch Therapiestunden bräuchte oder auch mir wünsche und dass ich mir dafür Zeit nehmen muss. Also das ist ein Problem, das muss ich lösen. Sprich, da, also es gibt immer Probleme, aber wenn es der Zeit ist, ist es einmal die Frage nach den Zähnen und wann finde ich Zeit, vielleicht nochmal therapeutisch nachschulen zu lassen. Ja. Okay. Also bei mir ist so ein riesengroßes Problem, habe ich jetzt eigentlich gar nicht, beziehungsweise ich bin ja auch der Meister darin, selbst große Probleme klein zu reden. Und tatsächlich kommt es sowieso nie so schlimm, wie man denkt, dass es kommen würde. Aber tatsächlich, ich bin halt natürlich noch nicht fertig, quasi meine finanzielle Situation jetzt auf eine Basis zu stellen, die mir jetzt einfach keine Kopfzerbrechen macht. Also es gibt halt einfach noch nach wie vor Dinge, die ich einfach noch abbezahlen muss. Dinge, die quasi gerade nach Jürgens Tod, da hatte ich mir die Wohnung zu 100% neu eingerichtet und ich hatte gar kein Geld. Ich habe das alles mit Kreditkarte letztendlich gemacht. Und aber ganz ehrlich, das bereue ich jetzt auch nicht, weil ich habe das gebraucht. Ich hätte nicht, das war Teil dieser Therapie und ich habe diese ganze Wohnung irgendwie umgebaut und habe jede Nacht bis um zwei Wände gespachtelt und gemacht, getan und dachte einfach so, jetzt gibt es eine 100% Mario Wohnung. Ja, und als ich dann im Zuge des Startes für Trees of Memory gestartet bin, musste ich nämlich auch feststellen, jetzt sind wir auch wieder beim Materiellen, egal wie scheiß teuer dein Teppich war, ja, oder welche Kunst du dir gekauft hast und mit unfassbar viel Geld dafür bezahlt hast, am Ende interessiert es kein Schwein. Mhm. Ja, und du kriegst wirklich noch nicht mal den Bruchteil dessen, was Sachen gekostet haben. Und das war extrem enttäuschend dann auch. Und das heißt, da konnte ich dann gar nichts aufbauen und da bin ich halt immer noch am Zahlen. Mhm. Und da ich ja für Trees of Memory leider nach wie vor keinen Sponsoren habe, muss ich halt sozusagen das Laufende, was ja als Freiberufler ist, muss mir auch Steuern dann zahlen im Vorfeld und all diese Geschichten. Und das gilt es halt alles quasi zusammenzubringen und immerhin verdiene ich 5-6 Monate im Jahr nichts, ja, wenn ich auf der Straße bin und das ist halt echt schwierig und das ist sozusagen immer so ein konstantes Problem, was mich echt auch nervt und ich will gar keine Millionen, aber ich will das einfach irgendwie weghaben, dass ich einfach auch weiß, da kann jetzt kein böser Brief mehr kommen oder so. Und aber auch das werde ich hinbekommen. Ich habe verdammt viel geleistet diesbezüglich die letzten anderthalb Jahre. Also hast du da noch nicht die Kontrolle verloren. Genau. Und da müssen wir vertrauen. Es ist was Gutes, genau. Böses, das spielt ja alles mit. Also ich hoffe einfach, dass du das lösen kannst, oder dass wir das wollen. Ja, ich glaube, wir sind durch. Das waren jetzt, ich habe mal gerade gezählt, während Mario gesprochen hat. Es sind 18 Fragen gewesen. Fand ich 18 spannende Fragen. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen hatten Spaß an unserem Podcast. Ja. Ich finde es auch extrem toll. Ich hätte nicht gedacht, dass wir auf so viele Fragen kommen. Ich denke mir immer so, naja, bei 10 ist vielleicht Schluss. Aber es gibt einfach was zu erzählen. Also ich hätte Bock, alle 100 zu machen, aber ja, dann würden wir wahrscheinlich bis morgen früh hier sitzen. Dann machen wir irgendwann mal einen zweiten oder Teil. Ja, vielleicht, wenn die Zuhörer einen zweiten Teil wünschen. Oder natürlich höre ich auch die anderen zukünftigen Podcasts, weil ich finde das ein spannendes Experiment. Und mal sehen, was andere Menschen dazu sagen. Also ich freue mich. Und wie gesagt, wer ja weiter Infos haben möchte über mich, ich glaube, das tust du sicher auf die Webseite nicht da mit mich verlinken oder auch in einem Podcast runter, wer ich bin, also die Zuhörer, falls sie sich weiter informieren wollen über mich und mein Buch und meine YouTube-Serie, dann könnt ihr das sicher in der Beschreibung finden. Ne? Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, ne, sage ich an. Ja, ich danke dir auf jeden Fall fürs Dasein, fürs Mitmachen und ja, und dass du der erste
Gast warst. Und für mich gefühlt war das absolut ein Erfolg. Und für Ja. mich ist es auch ein Erfolg, selbst wenn jetzt nur 5 Leute zuhören. Wenn es mehr werden, ist es auch toll. Den sechsten Und begrüßen wir noch per Handschlag. genau. Und es gibt sogar schon die nächsten Kandidaten, die zugesagt haben. Also ich kann euch eine ganze Weile damit bespaßen und ich merke, ich habe riesengroßen Spaß dran. Ich bin ja auch von Haus aus Journalist und es hat jetzt nochmal so eine ganz andere Ebene und wieder etwas mit Podcasts wollte ich nie was zu tun haben. Und ich glaube, ich mag's. Ja, ich auch. Also, vielen Dank euch und ja, wir hören uns an anderer Stelle wieder. Und tschüss. Tschüss.